Der liegende Eiffelturm Brandenburgs wird sie auch genannt. Also, wir wollen nicht übertreiben. Doch ein mächtiges Ding ist sie schon. Also, da kommst du ja nicht dran vorbei. Im wahrsten Wortsinne. Allerdings fehlt nur noch so ein bisschen Paris drumherum. Dann wäre schön, ne? Und vielleicht sollte man die Idee aufgreifen und den einfach mal aufstellen. Was das für ein Bild gäbe, ja. Das ist so ein richtiges Männerding, oder? Ich hab den längsten. Das ist genau das, was dann immer kommt. Weil der soll ja noch länger sein als der Eiffelturm. Genau. Exakt 502 Meter lang. Und 11.000 Tonnen schwer. Über 40 Abraumförderbrücken gleichen Typs mussten schon dran glauben. Die eine aber blieb und zieht in der Niederlausitz die Technikfans in ihren Bann. Wir hatten Gäste aus Nordrhein-Westfalen da, die sagten, wir haben natürlich auch viel Kohle bei uns im Land. Es findet natürlich bei uns alles unter der Erde statt. Sowas Tolles wie diese F-60-Förderbrücke. Ich glaube, die haben tausende Fotos gemacht, weil die gesagt haben, sowas glaubt uns zu Hause niemand. Da kriegt man schon die berühmte Gänsehaut, wenn also dann die F-60 ausgeleuchtet ist. Das erzeugt schon von besonderer Atmosphäre.